Von Anfang an hatten wir mehr miteinander zu teilen als nur schöne Bilder und Oberflächlichkeiten. Ich habe so gut ich konnte versucht, Inspiration, Mut und Selbstvertrauen zu geben, um nicht nur euch stark zu machen, sondern auch selbst stärker und selbstbewusster zu werden. Inzwischen bin ich erwachsen geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder es einen weiteren guten Grund gibt, der mir verschlossen bleibt, aber seit einigen Monaten gibt es immer wieder Tage, an denen mir der Spaß an dieser, an unserer gemeinsamen Sache vergeht. Nur weil ich auf YouTube unter dem Motto Beauty, Fashion, Lifestyle unterwegs bin, heißt es noch lange nicht, dass es mich nur in perfekt gibt. Es scheint mir, als würde krampfhaft nach etwas gesucht, das man benutzen könnte, um Negativität zu verbreiten, und sei es das Auslachen von Rechtschreibfehlern. Anstelle von konstruktiver Kritik fallen Beleidigungen gegen mich und, was noch viel schlimmer ist, gegen andere von euch. Ich glaube daran, dass wir uns einen niveauvolleren Status erhalten können, vor allem was die Kommunikation untereinander angeht, weil wir eine Gemeinschaft aus vielen Einzelnen bilden, die sich untereinander austauschen können. Allerdings meine ich mit untereinander austauschen nicht das Verbreiten von Gerüchten. Glaubt nicht alles, was im Internet steht. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich euch verschiedenste Seiten meines Privatlebens zeige. Jeder, der meine Privatsphäre als meine Privatsphäre nicht akzeptieren will, der geht. Jeder, der auch in Zukunft sensationsgeil über jedes Gerücht herfallen will, der geht. Jeder, der Spaß daran hat, andere fremde Menschen in meinen Kommentaren zu beleidigen und fertig zu machen, der geht. Ich möchte lieber mit einer kleinen Community eine super Zeit verbringen, als dass jeder Dritte eigentlich kein Interesse an unserer Sache hat. Ich würde gerne wieder hinter meiner Community stehen und ich hoffe, dass du auch hinter mir stehst, denn ihr bedeutet mir viel, viel mehr, als ich manchmal blicken lassen kann.